Die Seiser Alm, die größte Hochalm Europas. Ummantelt von den imposanten Bergmassiven der Dolomiten, ist sie mit einer Fläche von 56 Quadratkilometern das größte geschlossene Hochplateau in den Alpen. Bereits damals, um 1900, war die Seiser Alm als Skigebiet bekannt. Man ging auch schon Skifahren, aber natürlich anders als heute. Auch die Skitechnik unterschied sich von der jetzigen. Ja, da hat man sich mit Ski einfach bewegt. Es hat sich zugleich sagen, mit der Telemark-Zeit hat man angefangen, mit Telemark zu Ski zu fahren, zu Fuß hinaufzutrampeln über die Hänge, dann herunterzufahren, dann Pisten anzutreten, das war die zweite Phase, und dann herunterzufahren, dann schon mit Doppelstöcken. Früher war ich mit einem einzigen Stock gestartet. Beim Aufstieg konnte man den großen Stock in zwei Stöcke teilen, sodass man einen, wie die heutigen Skistecken, eine Stütze hatte, hinaufzukommen auf den Gipfel, auf den Hügel, und dann fuhr man halt ab. Für die Skitechnik galt das Motto »Heil unten ankommen«, was allerdings nicht immer der Fall war. Die Anfänge des Skifahrens liegen in den späten 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Skisport hat natürlich, den gibt es seit den 1890er Jahren in den Alpen, kommt von Norwegen und hat sich langsam entwickelt. Aber es war wie überhaupt die Erholung, die Freizeitbeschäftigung oder die Freizeiterholung. Das war Sache der Reichen, der Leute, die Geld hatten. Die anderen haben sich das nicht leisten können. Von modischer Skibekleidung war noch kaum die Rede und auch die Gastronomiebetriebe gab es nur ansatzweise. Ich habe das noch in Erinnerung, da waren die paar Schutzhütten da oder die paar kleinen Gastbetriebe und die fast 400 Heuhütten auf der Seiser Alm, ne? Sonst war nichts. Trotz des geringen Angebotes an Unterkünften kamen begeisterte Skifahrer mit dem Zug nach Azwang und stiegen von dort mit den Skiern auf die Alm. Vom Grödental verlief die erste Seilbahn auf die Seiser Alm. Die 1935 errichtete 16-Personen-Seilschwebebahn erleichterte den Aufstieg enorm. Als 1938 dann das letzte Stück der Seiser Almstraße geöffnet wurde, konnte man das Hochplateau auch mit dem Auto oder Bus erreichen. Und alle diese Voraussetzungen fand mein Vater sehr positiv und hat dann begonnen, dieses Projekt durchzuziehen. Und das war alles im Jahre zwischen 37 und 38. Walter Grieser gilt als Liftpionier, der sich seine Inspiration bei einem Ausflug mit seinem Vater nach Bardonecchia holte. Anhand des Vorbildes in Bardonecchia
baute er den ersten Lift auf der Alm. Mein Vater konnte dann diesen Schlittenlift kollidieren lassen. Damals war es noch das Eisenbahnministerium. Er wurde technisch abgenommen, alles funktionierte gut. Und er konnte den Betrieb dann für den Winter 38/39, nach Weihnachten allerdings, aufnehmen. Und in der ersten Saison bis April hat er ca. 14.000 Gäste transportiert und war mit dem Erfolg sehr zufrieden. Die Fahrt mit Schlittenlift durch Panorama dauerte 5 Minuten. Der Schlittenlift fuhr 3 Meter die Sekunde und überwand 180 Höhenmeter und war 1000 Meter lang, der Schlittenlift. Ja. Beim Schlitten hatten 19 Personen Platz plus der Schlittenlenker. Das war der einzige Lift in Südtirol, der in dieser Art gebaut wurde. Es war eigentlich eine Standseilbahn auf Schnee, die auf Schnee funktioniert hatte. Die Standseilbahnen, die typischen, waren auf Gleise geführt und fuhr ein Schlitten rauf und ein Schlitten runter. Und auf dem Schnee war einfach, der Schlittenlenker musste sich selber die Gleise machen, sozusagen. Das war eben eine große Aufgabe vom Schlittenlenker, dass er ja nicht von diesen Schneespuren rausfuhr. Da musste wirklich fast ein Patent haben, um das gut zu meistern. Nach einem bequemen Aufstieg konnte man die Abfahrt in vollen Zügen genießen. Ein Schlittenlift ist im Berg oben gewesen, einer im Tal. Und wenn die ersten Gäste gekommen sind, hat man angerufen im Berg. Der Maschinist ist schon zu Fuß hinaufgegangen, in aller Frühe. Und ein Schlittenlenker ist mitgegangen. Er hat oben mit einem anderen Schlitten herunterfahren. Schi-hai, schi-hai. Auch eine Art Après-Ski gab es bereits, allerdings ganz anders als heute. In den 50er und 60er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es einen touristischen Aufschwung. Die Seiseralm entwickelte sich zu einem Magnet für begeisterte Skifahrer. Dabei stand die Geselligkeit im Vordergrund. Die Ski erlebten ebenfalls eine Verwandlung. Von schweren Holzbrettern stieg man allmählich auf Kunststoffmaterialien um. Technisch nicht so gerade wie heute, aber so ähnlich schon, nicht? War ganz eine andere Ausrichtung. Man hat die Skibindung gehabt, fix drinnen oben am Ski, keine Sicherheitsbindung. Und dann hat man so langsam in die gewisse Jahre kam die Sicherheitsbindung bekommen. Die Schuhe waren Leder, ein bisschen hoch gebaut mit Schnüre. Die Stöcke waren auch Bambusstöcke mit großen Teller. Mit der Weiterentwicklung der Skitechnik entstanden auch neue Fahrstile. Stemmbogen, Temposchwung, die Anfänge des modernen Skifahrens wurden bereits in Skikursen erklärt. Schlittenlifte gab es auch in anderen Ausführungen. Jene im Pendelverkehr wie der Joch-Panorama und jene mit Seilrolle, sowie der am Puflatsch. Der Beginn der Entwicklung der Aufstiegsanlagen.
Die ersten Lifte, die waren, wenn man sie Lifte nennen kann, das waren Lifte mit einem Seil, das dem Boden nahe gezogen wurde. Und daneben hielten sich die Skifahrer und wurden dann hinaufgezogen. Einen solchen Lift mit niederer Seilführung hat der Seilbahnunternehmer Matthias Rabanza vergangenen Sommer mit Originalteilen nachgebaut. Ein höher gelegenes Seil erlaubte es dem oberen Liftwart, die Bügel wieder ins Tal zu schicken. Aufgrund der Einfachheit der Liftanlage sind auch so manche Dorflifte, vor allem in Seis, in der Ausführung als Skilift mit niederer Seilführung errichtet worden. So war es der Skilift Salek und der Skilift St. Valentin in Seis, welche Ende der 50er Jahre dort gebaut wurden. So entstanden nach und nach die Skilifte auf der Alm. Allerdings wurde die hohe Seilführung der niederen aus sicherheitstechnischen Gründen bevorzugt. Der Vater des Hoteliers Rudi Peratona, Toni Peratona, brachte dann eine ganz neue Entwicklung auf die Seise ein. Panorama war ja als Schlittenlift schon. Und Sesslift hat er gesehen auf der Marmeladenseite. Der ist schon 3 Tage unterwegs gewesen mit den Leuten rüber zu der Marmelade. Der war ein Bub, ne? Dann hat er das abgezeichnet. Und das könnte er auch machen, nicht? Warum nicht? Er war ein guter Zeichner, hat abgezeichnet und dann hat er das in einen Finesser-Materialbauer die Zeichnungen gebracht und der hat ihm den Lift angebaut. Nicht? Monte Pitz war der erste mit hölzernen Linienstützen ausgeführte Sessellift auf der Seiser Alm. Doch da noch keine richtigen Pisten vorhanden waren, musste man sich seinen Weg zum Hinabfahren meist selbst suchen. Pistenraupen, so wie wir sie heute kennen, haben sich allmählich ihren Weg gebahnt. Ganz früher wurden die Pisten präpariert mit langen Skiern. Da musste man in der Früh um 3-4 Uhr aufstehen und dann mit 2,50 Meter Skier die ganze Piste rauf und runter treppeln, dass der Schnee angeduckt wird. Und dann kam die große Innovation, und zwar war das eine Pistenwalze, wo vorne ein Mann war und hinten ein Mann. Und die fuhren dann mit dieser Walze. Die Walze war eigentlich nur ein 2 Speichenräder und alles Bretter drauf montiert. Die fuhren dann einfach die Piste runter und der Schlittenlift zog die Walze wieder nach oben und dann fuhren sie wieder runter, bis die ganze Piste gemacht war. War natürlich sehr weniger Arbeitsaufwand, als die ganze Piste mit den Skiern hochzutreppeln. Skifahrerisches Können war beim Fahren mit dieser Walze von Vorteil. In nicht ganz ungefährlichem Tempo fuhren die Lenker mit der Walze den Berg hinunter. Bis heute hat sich natürlich vieles geändert. Die Pistengeräte sind schwerer geworden, sie sind mit einer Fräse ausgestattet zum Verdichten des Schnees. Zum Teil sind sie auch mit einer Seilwinde ausgestattet, um wirklich steile Hänge von 50 Grad aufwärts präparieren zu können. 1961 wurde der Schlittenlift Joch Panorama zu einem Sessellift umgebaut. Auch in den umliegenden Dörfern wie Kastelroth, Seis und Völz wurden Skilifte errichtet, um den Skifahrern den Skisport in nächster Nähe zu ermöglichen. Immer mehr Aufstiegsanlagen entwickelten sich auf der Seiser Alm. Die ersten Sessellifte bestanden aus Einsitzern. Allmählich ging man der Idee einer Skischule und dem Beruf des Skilehrers nach. Einer der Skilehrer auf der Alm war der bekannte Bergsteiger Hans Steger. Ihm schlossen sich andere Skilehrer an und machten sich selbstständig. Inspiriert von Steger gründeten sie die Skischule Seiser Alm.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Alm zu einem beliebten Wintersportgebiet. Skischulen hatten alle Hände voll zu tun. Die Skibegeisterten feierten ausgelassen bei guter Musik und heiterer Stimmung. Après-Ski war geboren. Lifte, die sich bewährt hatten, wurden ausgebaut und umgerüstet. Es waren schon viele Liftanlagen. Man kann auch sagen, dass bis in den 70er Jahren immer wieder neue Liftlinien errichtet wurden. Und ab den 70er Jahren sind eigentlich keine neuen Liftlinien mehr entstanden. Es sind zum Gegenteil auch noch einige Liftlinien, welche sich nicht als wirtschaftlich erwiesen haben, abgebaut worden. Heute ist es natürlich so, dass in den 80er Jahren dann der Trend der kuppelbaren Anlagen einsetzte. Und so sind natürlich heute alles andere Anlagen. Das heißt, die Fahrzeuge, die kuppeln in den Stationen aus. Das Fahrzeug mit geringerer Geschwindigkeit um die Station geführt. Der Fahrgast kann sehr gemütlich ein- und aussteigen. Es hat sich sehr viel im Komfort geändert. Die Pisten sind auch zu 100% beschneibbar. Und auch sehr viele Verbindungen wurden verbessert, indem man Geländemodulierungen und so weiter durchgeführt hat. 2003 eröffnete die Umlaufbahn, auch Seiser-Almbahn genannt, um die Hochalm vom Autoverkehr zu entlasten. Und man hat die Möglichkeit, die ganze Seiser-Alm abzufahren, also die ganzen Lifte hängen zusammen. Es ist Almschnee, also wenn es nicht viel schneit, dann haben wir super Anlagen, dass die Pistenalm perfekt beieinander sind. Deswegen kann man alles machen. Zum Langlaufen, sehr viele Kilometer lang zu laufen. Es sind ganz viele Mannschaften da, die sich vorbereiten für die Großereignisse. Also es gibt sehr viele Sachen zum Tieren und glücklicherweise haben wir eine sehr gute Hotellerie und ein gutes Essen auf der Seiseralm, dass man sich rundum wohlfühlen kann. Highlight auf dem Hochplateau ist seit mittlerweile 3 Jahren der sogenannte Slopestyle-Weltcup im Ski- und Snowboard-Freestyle. Im Slopestyle bewältigt man einen Parcours mit Sprüngen und anderen Hindernissen. Seit 1974 gehört die Seiseralm zum Naturpark Schlern-Rosengarten, dem ältesten Naturpark Südtirols. Sie ist die größte, die Schönheit unter den Hochplateaus.